Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei ARK hier auf Fjodor. Schön, dass ihr wieder da seid und dabei seid. Ja, die letzte Runde war ja richtig genial, das mit dem Desmodus zurückzufliegen und mit dem Rocktrack in die Höhle. Ey, das war der Hammer, echt, ohne Witz. Dafür weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach immer noch geflasht, ey. Ich spiele, tue ja an einem Stück aufnehmen. Oh, ey. Die waren ein bisschen synchron, oder? Der eine mit seinem roten Schwanz hier. So. Na, zu mit der Kiste. Zu. Ja, ich habe das Artefakt in Sicherheit gebracht. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen Sockel dafür gebaut. Das sieht richtig geil aus. Und 10 Stück gibt es, glaube ich. 10 Stück zu finden wird ein bisschen schwierig. Hey Bulbi, was geht, alte Socke? Ha? Der redet nicht viel. Ja, gut. Ja, Desmodus geht's auch gut. Sieht schon cool aus, das Ding. Ich muss auf jeden Fall mich ein bisschen ausladen. Und dann hätte ich gesagt, wir machen ein bisschen hier an der Basis weiter. Oder. Ja, ich denke, wir machen an der Basis weiter. Ich muss dann noch diese ganzen Sachen hin und her räumen. Und ich würde sagen, wir bauen uns ein paar Schränke. Warte mal. Es kann ein bisschen dauern. Wo waren das? Lager war das doch. Lager, Lager, Lager. Hier. Die Metallboxen. Okay, das ist das. Das ist die Tresortür. Ich baue jetzt einfach mal 10 Stück. Aber wir müssen ja irgendwann mal hier den Gucker aufbauen. So. Wie sieht es eigentlich aus mit diesem Cryopod-Dings da? Nee. Cryo. Die Cryo-Kammer war auf der 88. Gucken wir mal. Damit auch mal langsam die. Ah, die Cryo-Fridge war das. Wo kann ich die bauen? In der Crafting Station. Perfekt. Da können wir uns da auch eine bauen. Die gönnen wir uns. Spitzenmäßig. Cool. Es nimmt immer mehr Gestalt an hier. Aber ihr seht ja, ich muss hier diese Materialien, die werde ich alle extra hier reinhauen. Was haben wir eigentlich hier gehabt? Ah, hier waren Bossteile und gemischte Dinge. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. So. Gucken wir mal. Normalerweise sollte ja eigentlich das Lager so sein. Halt, was machst denn du? Das Ding geht total schräg, ey. Das geht total schräg. Das geht ja mal gar nicht. Und da kann ich jetzt endlich mal das Fernglas wegmachen. Und hab. Ich glaube, ich muss mir eine Treppe bauen. Mal gucken, ob das geht. Nee. Strickleiter. Geht auch nicht. Strickleiter oder sagen wir mal Leiter. Leiter aus Holz. Nehmen wir die 13. Leiter. So. Genau. Da wird die Geschichte auch fertig. Weil ich muss ja das gerade bauen. Ich kann das ja nicht so lassen. Und heppa. Und die Pistole kann ich wegtun. Danke.
So. Mal gucken, ob das hier die richtige Richtung ist. Ja, das ist die richtige Richtung. Ja, machen wir ja mal was richtig hier. Weil es snappt ja nicht so, wie es soll. Aber so komischerweise schon. Gut. Perfekt. Ein Stückchen hier rüber. Ah, das snappt gleich hinten dran. Das ist in Ordnung. Das passt. Die können wir wieder wegnehmen. Und da hole ich jetzt einfach mal alles rein, was so Lederzeugs ist hier. So, Leder, Leder, Leder. Wo ist denn das Leder? Da. Ich habe hier einen Haufen Leder. Das ist unglaublich. Das kann ich mir wieder geben. Und so mache ich das offscreen ohne euch. Wir haben ja noch andere Dinge vor. So, Chitin. Metall. Was können wir eigentlich noch bauen hier? Wir sollten gucken, dass wir langsam mal ein bisschen an Material kommen, wegen dem da brauche ich. Den Gucker. Den Grill. Den brauchst du aber nur einmal. Vielleicht mache ich den auch aus stylischen Gründen. Irgendwohin. So, pass mal auf, wir haben das Gewächshaus, ja. Das Gewächshaus, das bedeutet, wir brauchen Rohre. Mindestens zwei von denen. Von denen machen wir mal 20. Was sollte das gehen? Ja, wir müssen das machen. Den brauche ich zum Anzeichnen. Ja, was willst du machen? Das ist halt arg. Das ist arg. Oha, die haben wieder Hunger. Hoppala. Ey, ich komm hier nicht raus. Und ich denke, wir machen die Küche hier auf der Seite, da kann ich nämlich oben beziehungsweise unten die, wie heißen sie denn jetzt, die Kühlschränke hinmachen. Na, genau, ja. Ja, kann schon mal jetzt so bleiben. Gut. Dann ziehen wir hier das Zeug hier rüber. Dann kann ich das nämlich hier auch noch extra machen, weil ich möchte nicht alles auf einem. Vielleicht wird das gar nicht so schlecht. Wo ist denn das andere? Okay. Nee. Das will ich extra. Das nehme ich extra. Dann tue ich das nachher hier runter. Kann ich mir gerade bauen? Hey, komm. Pipe. Machen wir mal 10 Stück von denen hier. Es ist ein bisschen ruhigere Folge diesmal. Aber es sollte auch gehen. Für die hartgesottenen Arc Junkies sollte das funktionieren. Und du kommst bitte hier rüber. Komm. Der braucht noch einen Moment, oder? Ey, da wünsche ich mir schon, dass der irgendwie außen rum fliegt. So. Dann hätten wir diese Wasserverlegung nämlich auch geschafft. Ja, das mache ich mit dem Argentavis. Wenn der irgendwann mal hier runterkommt. Komm runter hier.
Ey, der will gar nicht herkommen. Das ist schon traurig. Komm zu mir, Agitavis, komm zu mir. Ja, hey. Hey. Yo. Warte mal. Wir sollten den Gucker vorher aufbauen, damit wir genau wissen, ob er auch mittig sitzt. Und es geht schon wieder nicht. Ja, manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Folgen deaktivieren. Passt. Und hier muss ich endlich eine Leiter hin machen. Komm jetzt. Komm, komm, komm. So. Wenn ich richtig liege, müsste irgendwo hier der Punkt sein, wo das snappt. Aber ich sehe hier nichts. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich das einkrachen lasse. Wo ist denn die? Bauen wir das erstmal weg. Die Waffe kannst du nehmen und wegtun. Das ist noch nicht ganz so, wie es sein soll. Ich bin mir nicht sicher. Holbe, ich brauche Licht. Wo ist der jetzt hin? Holbe. Hey, wo ist der hin? Der soll bloß nirgendwo anders hingehen. Ich hab doch nur noch den. Streicheln. So, Vögele. Komm mit. Der Vogel, der kann Pause machen. Oha. Schauen wir mal. Ja, es sitzt so, wie es sein soll. Dann lassen wir das auch gleich. Kann ich da eigentlich direkt. Wo ist das? Habe ich das jetzt nicht gebaut? Moment. Trap. So. Ah, jetzt. Kann ich da dann auch zugreifen? Ja, da kann ich auch zugreifen. Coole Sache. Da kriegst du deine Wände wieder. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. Machen wir nochmal weg hier. Alles klar. Da war doch die. Ja, da war das mit der Glaswand, gell? Okay. Die Geschichte, die haben wir. So. Ja, ist immer wieder eine Baufolge, die bei Nacht ist, aber das sollte ja nicht stören. Wir sehen ja hier was. So. Oha. Okay. Ein Ansaugstutzen sollte ich auch noch bauen. Zack, zack. Oha. Ey, was man da an Material verholzt, das ist unglaublich. Mach gleich nochmal ein Ans. Ah, okay, ich bin zu weit weg. Warte. Das haben wir gleich. Wir sind nicht so weit weg. Ja. Nochmal von vorne das ganze Spiel. Ich brauche auf jeden Fall eine von denen. Mache ich nochmal eine von dem Kreuz. Da habe ich noch 4 Stück. Mache ich nochmal 10 Stück. Da genauso. Hä? Okay, das kann jetzt eine Weile dauern. Und vielleicht von denen 5 Schrägen. Warum geht denn das nicht immer? Okay, manchmal ist das kurios.
Den Einsaugschützen kannst du da auch runter tun. Na, ich denke mal, ich brauche nicht so viele. Jo, komm mit, komm mit, komm mit. Ich habe bestimmt noch was in der Werkbank, aber ich möchte. Du mal landen auf der richtigen Stelle, bitte. Okay. Haben wir schon eine Schräge? Yep. Du solltest die andere Seite benutzen. Momentchen. Zwei von denen. Ich möchte eigentlich, dass du da rüber gehst. Das funktioniert nicht. Keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat. Ey, komm, das siehst du doch nichts, ey. Hau das Zeug weg. Du brauchst doch sowieso immer welches. Halt. Hier. Yo. Der Bausimulator ist wieder zurück. Uiuiui. Na, geht weg. Hab ich da gar nicht reingetan, gell? Ja. So. Die Schrägen machen wir nochmal. Drei. Von denen haben wir genug. Und von denen noch ein paar. Jo. Ah, ich würde sagen, das läuft wie geschmiert, hey. Können wir deinen Ansaugstutzen schon ranmachen? Ich will halt nicht zu tief ins Wasser. Hallo. Geht es nicht? Es ist immer noch zu tief. Und jetzt? Hallo. Wo bist denn du hin? Ey. Nee, nee, nee. Die Waffe brauchst du jetzt nicht. Yo. Wir haben Wasser. Das war ja mal in den nächsten Tagen unsichtbar. Jo. Lauter Zeug mit Wasser und so. Und das ist falsch rum. Ah, ich glaube, ich spinne. Perfekt. Jo. So, gucken wir mal. Jo, wir haben Wasser. Aber keine Energie. Kann man das mit Strom machen? Strom, Strom, Strom. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, wie das nochmal funktioniert. Die Pipes, die kann ich erstmal wegtun. Die leider genauso. Die musst du gleich wieder setzen. Jetzt habe ich das Ding doch nach oben gesetzt, gell? Moment. Ich brauche elektrisch. Die Kabel brauche ich nicht. Ich brauche die geraden Kabel und das Kreuz. Einmal. Halt. Stopp. So musst du das machen. Und gerade Kabel. Machen wir mal 15 Stück. Okay. Also, Moment. Jetzt habe ich total die Orientierung verloren. Wir müssen auf jeden Fall darüber. Moment, die baust du doch immer in der anderen Bank. Noch eine. Dankeschön. Und dann geht es hier rüber. Yes. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche davon. Habe ich noch eine Steckdose? Yep.
Und holla, die Waldfee. Bauen wir mal hier schon mal die Steckdose auf. Vielleicht geht's ja schon. Yes, ist betriebsbereit. Oha, was wir da alles machen können. Bauplan Öl? Okay, aus den Hesperonis-Eiern können wir das machen. Aber wie viel kriegt man denn da raus? Seife? Für was braucht man denn Seife hier? Oh, hergestellte Nahrung. Perfekt. Cool. Und genau deswegen habe ich Narkosemittel hergestellt. Und wir sollten uns vielleicht auch noch die Stimbeeren oder Steambeeren. Ja, eigentlich brauchen wir alles. Stimulantien für den Energietrink. Wo war denn das? Die Wirkung hält 15 Minuten an. Dieses einfache vegetarische Gericht erfrischt deinen Körper, wie in der Oase. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn wir das mal kurz aufbauen und schauen, wie lange das hebt. Oh, das hält sehr lange. Die Kaliensuppe. Cool. Und wie sieht es mit denen aus, mit medizinischem Gebräu? Kannst du da schon was bauen? Jo, der hat sich schon ein paar gezogen. Das ist cool. Das ist geil. Das finde ich sehr gut. Also da kommen wir langsam voran. Ah, das ist echt toll, ey. Was ist das denn? Kampftatar. Lecker. Oh, ein Schick. Oh, ein Steak. Elixier des Vergessens. Brühe der Erleuchtung. Kaktusbrühe. Diese magische Suppe wird deinen Wasserverbrauch drastisch senken. Das Aroma des Kaktus hat den Nebeneffekt, dass dich Tiere schlechter bemerken. Aha, okay. Pilzsuppe. Deswegen die Pilze, oder? Und dann haben wir halt die ganzen Kippel. Okay. Einzigartiges verbessertes Kibbel. Ja, da müssen wir uns mal reinfuchsen. Das ist cool. Und von dieser Schnecke könnte man die auch einmal bauen? Nee, aber da brauchst du nicht viel. Aber wir sollten von allem irgendwie ein bisschen aufbauen. Und wenn wir hier reinkommen, sollen wir dieses Prachtstück hier sehen. Kann ich das drehen? Das ist doch jetzt an der falschen Seite, oder? Ich bin mir jetzt da nicht sicher. Ich lasse das jetzt einfach so. Es ist ja betriebsbereit. Dann können wir nach Herzenslust hier die Sachen bauen. Ah, guck an. Perfekt. Mach mal 100, spaßeshalber 100. 100 geht nicht. Und vom Fisch. Und von dem. Und von dem hier. Da macht er jetzt 100. Gut. Ey, das funktioniert wie geschmiert hier. Das sollten wir wegmachen. Das sieht sonst nicht schick aus hier. Kabel haben wir ja in unserer Wohnung auch nicht. Also bitte. So. Ey, Moshops, was geht? Brauchst du mich besuchen? Du könntest aber helfen, gell? Beim Bauen und so. Ey, wenn das funktionieren würde, ich würde so feiern. So. Jo. Das hätte auch geklappt. Oh, die Kühlkammer. Die Kühlkammer tun wir am besten hier hin. Oh Gott, hey. Nee, das sieht nicht gut aus. Leute, warum habt ihr immer diese Kabel hingelegt? Das sieht doch echt nicht sexy aus.
Da müsste ich jetzt praktisch eine Steckdose hinbauen, damit ich dieses Zeug nicht mehr sehe. Verstehe. Junger Vater. Also es ist besser, die Steckdosen so zu setzen, dass sie in der Wand sind. So, das läuft auf jeden Fall alles durch. Cool. Kriege ich das so aufgefüllt? Nö. Und so? So bekomme ich das aufgefüllt. Muss nicht mehr darunter rennen zum Meer hier. Yeah. Ey, so macht das Spielen Spaß, wenn du alles hast und nichts machen musst. Coole Sache. Mann, Mann, Mann. Muss schon sagen. Ah, Moment. Ich wollte doch normalerweise da oben das Lager machen, ja? Beziehungsweise unten die Kühlschränke. Da soll ja für jedes Material der eigene Kühlschrank reinkommen. Lass mich mal ein Beet bauen. Moment. Was war's? Quadplot. Und doch mal ein. Passt. Ich habe die nämlich noch nie gehabt. Dünger. Nimm zweimal raus. So. Was passiert mit denen hier? Ich habe mir die noch nie angeguckt. Einmal und einmal. Hey, wo hast denn du jetzt den Dünger hin? Den hast du bestimmt hier reingesteckt. Ich kenne dich doch. Dünger, Dünger, hier. Hier haben wir den Dünger und bam. Cool. Ich weiß noch nicht, für was man die so braucht. Aber ich habe mal gehört, die fressen die Gletschers gerne. Ja, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle Schluss. Hat dir diese Folge gefallen, solltest du auf jeden Fall noch die nächste Folge anschauen. Wenn du Bock hast, kannst du auch noch die Playlist angucken. Andere Videos stehen auch parat. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und ciao.